Niro Su fragt Pete Smeed: Gibt es ein Spiel, bei dem keiner aus dem Team nachvollziehen kann, warum ihr es mögt? Nee, glaube ich nicht. Dafür sind wir zu viele. Dass alle anderen sagen, das verstehe ich nicht, dass du dieses Spiel magst, dass du dieses Spiel magst. Es gibt natürlich immer einzelne Leute, die nicht verstehen, warum andere Leute die Spiele mögen, ja? Aber dass ich jetzt ein Spiel geil finden würde, wo alle aus dem Team sagen, bist du bescheuert, das gibt's nicht. Also von Zeit zu Zeit spiele ich auch mal so Idle Games, also so Clicker Heroes, oder eins, wo du so eine Taverne hast und durch so Portale reingehen musst und deine Viecher immer upgradest. Das ist ziemlich cool. Ich glaube, das versteht keiner. Ich glaube, bei Spielen tatsächlich nicht. Bei Serien ja, ich glaube, keiner kann nachvollziehen, warum ich Grey's Anatomy gucke, bei Spielen nicht. Ich wäre gerade überlegen, selbst solche Spiele wie Oxygen Not Included, da habe ich dann Sebastian. Bei Strategiespielen habe ich ganz oft Christian mit dabei, sowas wie Prison Architect und so Geschichten. League of Legends kann Jay das auf jeden Fall nachvollziehen, warum man das gemacht hat, auch wenn er mittlerweile keinen Bock mehr drauf hat. Deswegen würde ich sagen, nein. Mir fällt tatsächlich kein Spiel ein, weil ich meistens mit den Spielen, die ich spiele, irgendwo mit jemandem da auch eine Überschneidung habe tatsächlich. Ich habe wirklich gerade mal nachgeguckt, hier in meinem Zimmer herum, was ich hier an Spiele rumfliegen habe, Steam durchgeguckt. Da gibt es immer eine Person von uns, die halt irgendwie das Spiel dann auch spielt. Ja? Sei es Horrorspiele, bei Christian wäre es dann dabei. Fußballspiele, ja, Christian und Sepp. Irgendwelche Rollenspiele, ja, gehen halt auch immer bei uns. Shooter, kann jeder auch nachvollziehen. Also, ich spiele nicht irgendein Trash-Kack-Spiel. Also, deswegen gibt's das nicht. Fällt mir keins ein. Boah, schwer, weil ich kann ja nachvollziehen, warum ich Spiele mag. Kann ich bei irgendwem nicht nachvollziehen, warum die das mögen? Also ich gucke gerade, ob ich bei irgendwem ein Spiel finde, wo ich mir denke, so, wem spielt denn der das? Bei manchen so Klickerspielen denke ich mir, warum? Weißt du, du lässt die doch eh nur nebenbei laufen, so, was bringt dir das? Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen, aber ansonsten, keine Ahnung. Ich bin jetzt nicht der riesen Trials-Fan zum Beispiel, bei den anderen weiß ich, die finden es mega cool. Also das kann ich nachvollziehen. Weil ich fällt mir kein Spiel ein, wo ich jetzt sagen würde, keine Ahnung, warum Peter das gut findet. Selbst Tomb Raider. Warum halt Peter zum Beispiel Tomb Raider Uncharted vorzieht, so weil er halt mit Tomb Raider groß geworden ist. Fällt mir jetzt nichts ein.